Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin war shoppen, was überhaupt nicht geplant ist oder geplant war. Aber ich musste halt ein paar Sachen holen, die, also eine Sache, die jetzt nicht so wichtig war, aber die ich gebraucht habe, und zwei Sachen, die eigentlich wichtig sind, die ich brauche. Fangen wir an mit den Sachen, die ich brauche. Ich habe bei Penny einmal von Tefal Easy Cook and Clean, Clear oder so, Clean, so eine Pfanne geholt. Ja, das ist so von Tefal. Ja. Also keine Schleichwerbung oder so, ich habe das selber bezahlt. Die hat. Ich glaube, 33 Euro gekostet. So, mach mal Platzkarte. So. Hier auch mal den Deckel abmachen, die Folie abmachen. Also ich habe es nicht geholt, weil Tefal drauf steht. Also nicht falsch verstehen, ich habe es geholt wegen der Pfanne. Weil das ist eine schöne, das 28 war das, glaube ich, oder? Ich müsste mir irgendwann nochmal 32 holen. Scheiße, steht hier nicht drauf. Stand nur. Nee, doch, 28 cm Durchmesser. Mit 32 brauche ich auch nochmal Pfanne irgendwann später, obwohl geht. Ja, doch. Und ein Topf auch mit 32. Meiner ist kaputt. Ja, das ist halt schön hoch. Ja. Dann kann man halt auch mal eine Soße drin machen. Ja. Zwei Schnitzel passen hier hoffentlich drin und so. Hat auch hier noch diesen Unterstützungsgriff, dass man es halt so nehmen kann. Und ein Deckel ist auch mit bei, beschichtet. Ja. Brauche ich unbedingt. So, jetzt muss ich das erstmal hier. Wo packe ich das hin? Wo packe ich das hin? Ich habe keinen Platz hier, weil der Kater mir mal alles runterreißt. Stellen wir mal da hinten hin. Und dann habe ich mir noch das gekauft. Da hatten sie zwei. Das ist ein Kochtopf aus geschmiedetem Aluminium. Keramikverstärkte Anti-Haftbeschichtung, induktionsgeeignet mit Glasdeckel. 28 cm, der ist innen drin schwarz. Und dann hatten sie den noch in weiß, wo nur Keramik ist, also nicht Keramik verstärkt, sondern Keramik direkt. Damit haben Frauchen und ich aber schlechte Erfahrungen gemacht mit Keramik. Deswegen hat sie gesagt, den lieber nicht. Und sie muss ja auch damit kochen oder überwiegend kochen. Ich koche ja nicht so oft. Wird in letzter Zeit etwas mehr. Wenn die Kleine vom Kindergarten kommt und so, dann hat sie meistens nochmal Hunger. Und dann koche ich halt für mich und sie dann halt mittags oder späten Mittag und ich esse halt frühs nicht. So, dann nehmen wir hier die Stoppen gleich mal raus. Den Aufkleber raus. Swiss Technologie Premium. Der sieht dann von innen dann halt so aus. Komplett schwarz. Ah, hier unten ist auch noch ein Aufkleber. Der muss auch ab. Dann stelle ich den auf den Herd und dann kokelt der Aufkleber erstmal ab. Das ist semi-optimal. Also die sollen für Induktion geeignet sein und natürlich normal. Und hier haben wir dann auch noch einen Deckel. Hier ist der Rand aus Gummi. Ja, also nicht Metall, sondern Gummi. Ich habe so einen Multideckel, habe ich auch so mit Gummi. Der Griff ist ein bisschen klobig, aber es geht. Mal gucken. Der Griff ist auch gummiert bei dem Plasteding. Na doch, hier ist es auch abnehmbar. Bei dem Keramikding war es abnehmbar. Hier kann man es auch raus. Klicken, das ist halt hier. Aber wollen wir ja nicht, das soll ja dran bleiben. Ich sehe nur, dass das dann vielleicht irgendwann später mal locker geht und abgeht. Da bin ich mal gespannt. Der hat mich jetzt 23 gekostet. Der hat 23 Euro, genau. Der war 23 Euro. So, und dann habe ich bei Lidl ein 36-teiliges Steckschlüsselsatzset gekauft.
Hochwertig verarbeitet, Chrom, Blas, Stahl, nee, CR-V und S2 Stahl mit ein Viertel, bla 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 bla. Interessiert mich nicht, ist nur für den Hausgebrauch, da geht das nicht so schnell kaputt. Ja, das ist dann halt, wenn irgendwie von der Technik oder Schrank oder irgendein Gerät da mal ein Steckschlüssel gebraucht wird. Habe ich jetzt einen. Ich hatte mal ein kleines Set, aber irgendwie ist von gewissen Leuten der Mauer benutzt worden und nicht wieder zurück. Für Skateboard vielleicht zum Beispiel. Ja. Und dann meckerst, wenn du denn meckerst, sagst du, warum liegt denn das im Flur, so eine Nuss? Oder denn im Kinderzimmer, drei Nüsse. Und dann sammelst du die alle zusammen, machst du wieder einen Kasten drin. 2 Tage später guckst du drin, fehlen trotzdem 3 Stück wieder. Haben wir dann halt hier so ein. Und Parkside hat eigentlich, ist halt so eine Eigenmarke von Lidl. Aber ich habe mit Parkside sehr gute Erfahrungen gemacht mit Akkubohrer, mit diesen kleinen Akkuschraubern. Also nicht Akkuschrauber, doch Akkuschrauber. Ja. Habe ich gute Erfahrungen gemacht, auch mit den Schraubenziehern und ich habe da öfters schon mal was geholt, wenn es für einen schmalen Taler war. Oder letztens erst Winkel für Frauchens Schrank, weil die Platte raus ist, habe ich das halt mit Winkeln repariert, weil die Platte kriegst du halt, wenn du die reinmachst und die wieder in der Fuge hinten drin ist. Das hält 2 Minuten, nicht mal. Und dann springt das Brett nach hinten weg und das ist wieder durchgehangen. Ja. Deswegen. So. Dann gucken wir mal rein. Da haben wir denn hier, hoppala, einen schönen, ach ne, der ist hier rausgerutscht. Ja, wo kommt der hin? Dahin kommt der. Ach, für um die Ecke. So. Und der muss hier rüber. Kleine Imbus sind auch mit bei. Meine Imbus sind alle weg. Ich hatte 2 halbe Imbus-Sets, die dann einen ergeben haben. Hab mir dann neue gekauft. Mittlerweile schon zweimal neue gekauft. Ich habe trotzdem etliche Imbus weniger. So, und so sieht das dann aus. Ja, das haben wir dann mit so. Schraubenzieher-Variante, wenn es gerade gemacht werden muss. Oder halt mit einer Ratsche. Ja, da sind wir auf jeden Fall gewappnet. Hier sind auch Schlitz, Kreuz und vor allen Dingen Torx mit bei. Etwas größere Torx. 20, 25, 27, also Torx 20H, also T20H, T25H, T27H und T30H. Und muss ich mal hier kurz. So, den 25 zum Beispiel, den kann ich auf jeden Fall öfters mal gebrauchen. Für bestimmte Sachen. So. Dann kann ich dann schön in den Schrank räumen. Ist dann schön. Ja, lasse ich natürlich noch im Koffer drin, also in der Pappe drin. Kann man es besser stapeln. Dafür habe ich bezahlt. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht mehr. Der hat dafür bezahlt. Alexa, Timer Ende. 20 Minuten Timer angehalten auf Odins Echo Show 8 Second Gen. 17 Euro, 14 Euro, 12 Euro. Weiß ich jetzt aus dem Kopf gar nicht, ehrlich gesagt. Was ich dafür bezahlt habe. Also über 10 Euro. Aber es ist halt, brauche ich halt. Und ich werde jetzt gucken, dass ich halt immer, wenn mal was ist, was ich noch brauche. Ich habe ja auch meine Kabelzange, meinen Kabelknipser bei Lidl geholt und bin mit dem zufrieden. Ja, aber mir fehlen halt noch, also so für zu Hause, für den Eigenbedarf, so ein paar Sachen fehlen halt noch, die ich dann halt nach und nach mir dann noch anschaffen muss. Also für die wichtigsten Sachen. Bohrmaschine, sowas alles habe ich.
Kasten für Schrauben, aber ich bräuchte noch einen größeren Kasten für Schrauben. Und das halt noch irgendwie Ersatzschrauben und was weiß ich, Winkel und so, wenn da mal ein schönes Set ist. Aber die haben immer nur einzelne Sets, immer mit so 5 Stück, 8 Stück, von die, von da und dann immer für 1,99. Aber nicht halt für 10, 15 Euro einfach mal so einen Kasten mit verschiedenen Winkeln und einfach eine Metallblende, wo du dann halt mal was festmachen kannst, damit das halt so hält. Ja, aber nichtsdestotrotz, schönes Set. Finde ich. So, für mich reicht es vollkommen aus. Das war es eigentlich auch schon. Mehr habe ich nicht gekauft. Oder? Nö, mehr habe ich nicht gekauft. Es ist halt wirklich. Also ich habe eine Bestellung noch bei Temu gemacht. Da kommt noch ein extra Video, wenn es dann irgendwann in einer Woche oder zwei Wochen kommt. Kommt dann noch ein Video. Das ist diesmal. Sind da nur Produkte aus einer Kategorie drin? Lasst euch überraschen. Ist nicht für jeden was, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ich bin jetzt erstmal weg. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, nicht wundern, das Video wird jetzt hier in 1080p wieder sein. Ich nehme erstmal wieder die nächste Zeit in 1080p auf. Der Kameraakku hält zwar, aber wegen Verarbeitung will ich da mal gerade was testen, wegen PC und so. Und ja, ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.